Martins Mantel. Vor langer, langer Zeit nähte ein französischer Schneider einen roten, warmen Mantel. Das war nichts Besonderes für den Schneider, denn er machte jeden Tag einen dieser Mäntel. Sie waren für die römischen Soldaten, damit die an den kalten Wintertagen nicht froren. In große Holzkisten verpackt wurden die Mäntel in eine Stadt namens Amiens gebracht. Es schneite stark und der Wind wehte kräftig, so kräftig, dass die Kisten mit dem Mäntel beinahe vom Wagen gefallen wären. Nachdem die warme Ladung in der Kaserne eingetroffen war, wurden die Mäntel an die römischen Soldaten verteilt. So landete einer dieser wunderschönen Mäntel in den Händen von Martin. Martin war ein guter Mann. Immer wieder gab er armen Leuten etwas von seinem Geld ab oder versorgte sie mit Essen. Er liebte die Menschen um sich herum, weil er wusste, dass auch Gott alle Menschen liebt. Das ist aber ein schöner Mantel. Und wie weich er ist, sagte Martin begeistert und warf den Mantel über seine Rüstung. Ein paar Tage später ritt Martin in seinen Mantel gehüllt zum Tor der Stadt. Es war mittlerweile so kalt geworden wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, und die Menschen froren und jammerten wegen der großen Kälte. Martin fror nicht, denn der rote Mantel wärmte ihn. Wind und Schnee konnten ihm nichts anhaben. Am Stadttor angekommen, sah Martin einen Bettler auf dem Boden sitzen. Der Mann zitierte vor Kälte und bat die vorübergehenden Menschen, ihm zu helfen. Aber alle gingen an ihm vorbei und taten so, als hätten sie ihn nicht gesehen. »Hilf mir, ich friere so sehr«, sagte der Bettler, als Martin durch das Stadttor ritt. »Wie kann ich diesem Mann nur helfen?«, dachte Martin mitleidig. Außer seinem Schwert und dem Mantel, der ihn selbst wärmte, hatte er nichts bei sich. Den Rest seines Geldes hatte er schon an die Armen verteilt. »Hab Mitleid mit mir«, flehte der Mann, der vor Kälte zitierte. Da kam Martin eine Idee. Er zog sein Schwert. Der Bettler sah ihn ängstlich an. »Hab keine Angst«, sagte Martin, »ich will dir helfen.« Er nahm den schönen roten Mantel und schnitt ihn mit dem scharfen Schwert in der Mitte durch. Ratsch machte es und schon war der Stoff entzwei. Den einen Teil gab Martin dem armen Bettler und den anderen Teil zog er wieder über seine Rüstung. »Danke, guter Mann«, sagte der Bettler, und der weiche Stoff wärmte nun auch seinen Körper. Als Martin mit seinem halben Mantel durch die Stadt ritt, lachten die Leute. Einen Offizier mit einem zerfetzten halben Mantel hatten sie noch nie gesehen. Aber Martin war das egal. Er dachte an den armen Bettler, der nun nicht mehr frieren musste, und machte sich zufrieden auf dem Heimweg.